Ist sie nicht sexy? Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Gates of Hell. Ja, wir machen weiter unserem erfolgreichen Mission. Ich müsste an erster Stelle trotzdem nochmal vielen, vielen Dank sein für die zahlreichen Abonnenten, die dazugekommen sind. Ich finde das super. Ich bin mehr als glücklich und vielen, vielen, vielen lieben Dank, Leute. So, ja, weiter geht's hier. Wir haben ein bisschen geforscht noch. Ich habe hier die 8-8er-Pack jetzt endlich drin. Ihr schön sehen könnt. Damit haben wir auf jeden Fall, denke ich mal, gut die Nase vorn in Sachen Panzerabwehr. Ich glaube, wir müssen auch verteidigen, glaube ich, ne? Ja, hier steht Verteidigung. Sonst habe ich, glaube ich, auch gerade nichts großartig geändert gegenüber zuletzt. Die Panzerminenleger haben wir mit reingenommen. Ich sehe gerade auch noch reichlich Beute eigentlich da, ne? Na gut, wenn wir den fünften Zug haben, ich denke mal, das priorisieren wir jetzt erstmal, damit es auch wirklich genug Einheiten sind, weil das Einheitenlimit beschränkt einen da ja sehr, ne? Das muss man da so ein bisschen sagen, dass wir hier dann auf die fünfte Stufe kommen, damit wir das drin haben. Starke Befestigung, ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht noch brauchen. Die KI-Gegner oder die KI-Verbündeten bekommen ja dann eine bessere Befestigung, legen selber ein paar Minen aus und haben vielleicht auch mal eine Pack dabei. Und haben auch, ich glaube, bessere Einheiten dann mit da drin. Ob das dann auch vonnöten ist, weiß ich noch nicht. Also ich glaube schon, dass wir jetzt sagen, wir machen hier, da, die Stufe 5. Also brauchen wir 9 Punkte für den Stab und 1 Punkt für die Stufe 5. Und dann gehen wir einfach auf den Tiger. Das ist ja eigentlich jetzt noch locker machbar. Im Kampagnenfortschritt sind jetzt etwas über die Hälfte, würde ich sagen. Obwohl, das ist eigentlich genau die Hälfte, ne? Ja, also wir haben die Hälfte eingenommen. Das heißt, wir haben noch eigentlich reichlich Mission vor uns. Das sollte also locker passen. Mal hier kurz Panzer nach. Panzerkampfwagen 4, ein KV. Achso, wir haben nur 2 Panzer. Ja. Also es könnte schon ein bisschen kompliziert werden, tatsächlich. Je nachdem, was uns da die Sowjets nochmal entgegenwerfen. lass uns so. Ansonsten, ihr seht ja, wir haben hier noch ein KV-1, G34, den Valentine vom letzten Mal. Der ist bestimmt auch relativ nice zu spielen. Ist noch ein T-34, das sind dieselben. Hier ist noch einer mit einer etwas anderen Turm, glaube ich, ne? Ja, der ist ein bisschen eckig. Der ist mehr abgerundet. 1940 und 1942. Dann sonst noch KV-1E. Hätten wir eigentlich, glaube ich, sogar einen von denen mitnehmen, ne? Obwohl, wir nehmen den hier mit. Der hat einen guten Elite-Status eigentlich. Wo? Also, verhältnismäßig, ne? Noch einer. Was sind 41, 1942? Ah, ein kleiner Unterschied so drin, ne? Kann das sein? Minimal. Von den Werten her bis 106. Ein bisschen besser gepanzert. Dann lassen wir den auch. Dann lassen wir das. Doch. Nur tatsächlich mal überlegen, komme ich denn damit hin? Ja, wird schon passen. Komm, wird schon passen. Hier was mit einer Brücke. Ja, Valhalla, Winter, keine Ahnung. Habe ich die schon gespielt? I don't know. Das wird passen. Rein ins Game. Nicht lang stacken.
Ja, Roosevelt sagt, wir und alle anderen, die zutiefst wie wir an Freiheit glauben, würden lieber auf unseren Füßen sterben, als auf den Knien zu leben. Zitat des Spiels. Ich gehe gerne nochmal ganz kurz auf einen Beitrag von einem Abonnenten ein. Der hat ja recht gute Informationen geliefert, tatsächlich. Ich glaube, hier da war es. Ja, genau. Der KV-1 1942 mit dem runden Turm, das ist ein KV-1S. Der hat etwas weniger Panzerung, ist dafür schneller unterwegs. Also vielen Dank, Florian, an der Stelle. Finde ich immer cool, wenn so ein bisschen historische Informationen mit bei rumkommen. Ist immer sehr interessant zu lesen. So, Start, Start, Start. Was haben unsere KI-Verteidiger? Wahrscheinlich nur MGs, ne? Trotzdem mal ganz kurz hier. Ich sehe hier gar nichts. Punkt C, wir haben 3 Punkte. Kommen sowieso wahrscheinlich alle von da oben. Ja. Seid ihr die Richtigen? Ne, ihr seid die Geht's Richtigen. los? Hoch da. Befehle? Und die auch. Die werden aber auch von hier kommen. 100 Pro. Schicken wir doch zwei vielleicht weiter nach rechts noch. Jawohl. Ich glaube, das links hier können wir, glaube ich, unbedacht lassen. Und wir verteidigen den Punkt C dann hier. Oder? Ja, doch. Dann schicke ich die hier hin. Vermint beide Straßen hier. Den Rest muss dann halt die KI machen. So. Jawohl. Jawohl. Herr Leutnant. Haben wir einen Leutnant? Jawohl. Der Stefan. Stefan Mehlmann. Ja, der Name. Das passt nicht. Okay, müssen wir gleich einen zweiten Zug machen. Haben wir hier. Hier ist die 8-8er Brandenburger Osttruppen. Dann holen wir die ran. Nochmal dran machen, bitte. So. Brandenburger. Die Flak holen wir dann gleich ab. Auch hier so mitten drauf stellen eigentlich, glaube ich. Schon fast Sinn. Oder die 8-8. Hier so. Dann nehmen die 8-8 Flak vielleicht. Haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Schussfeld nach oben. Gegebenenfalls hier noch so ein bisschen. Hier könnte es ein bisschen schwer werden. Da müsste eigentlich ein bisschen weiter vorgelagert sein. Mal kicken. Ne? Habe ich jetzt beide hier hingeschickt? Ja, okay, die einen laufen da woanders hin. So. Wie lauten die Befehle? Bitte die anderen noch abholen. Hier steht so ein bisschen getarnt vielleicht. Hol mal aus. Why not? So, die Miniger sind unterwegs. Dann haben wir hier den nächsten Trupp. Das ist Feldgeschütz und die Artillerie bei. Ich würde hier aber gerne noch so einen Panzer, den KV, gerne eingraben. Oh, warte mal, du stellst dich daneben. So. So, die sind fleißig am Minen legen. Hoffe ich. Bereit. Ja? Was haben sie gemacht? Können die eigentlich noch was machen? Das war's, ne? Die können nicht mehr. So,
die 8-8er hier auf die Kreuzung. Wo die Panzer jetzt ran? Dann haben wir die zweite Pack. Sondern ein Panzer hier hin. Den KV hier erstmal so mitten auf der Straße. Dann eine 8-8 vielleicht hier so ein bisschen weiter hinten. Dann haben wir noch so einen leichten Überblick über Punkt A. Müsste doch hinkommen. Stellen wir den vielleicht sogar hier so hin? Ja, vielleicht so als Flankenschutz. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und das Kettenfahrzeug vielleicht auch so da mit rein. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, das sieht, glaube ich, ganz ordentlich aus. Und da so hin. Da haben wir genug Feuerkraft. Hoffe ich. Minenleger sind zurück. So, und euch benutze ich als Scout. Geht da mal schön da unten rein. Feuer einstellen, genau. Er kommt auch ein bisschen von rechts, das ist also gar nicht so schlimm. 8-8er ist aufgebaut. Aber ich hoffe, dass sie nicht zu weit vorne steht. Rücken wir auf. Ist sie nicht sexy? Dieses Pfeifgeräusch dabei, ey. Offen nachladen. Achtung, Feindpanzer! Okay, der ist schon ausgestiegen.
War das? Und Valentine, okay. Noch letzte Verstärkung reinholen. Artillerie. Wer drauf? Scharfschütze. Hier rüber. Noch ein paar Brandenburger. Können wir auch hier rüber stellen. Das Feldgeschütz. Machen wir mal zur Unterstützung vielleicht einfach hier hin. Weil ich glaube, dass hier noch mehr Infanterie kommen wird. Ihr kommt hier hin. Bunnies. Rüber. Ging hier noch Minen von mir? Ich glaube, die sind schon weg, ne? Ne, hier sind noch welche, okay. Hier hat es irgendwas zerrissen. Vom Ton her kommt hier bestimmt nochmal was. Komm, fahr über die Minen. Wow! Kommt ihr, Sunnies, hier an die Front? Boah, dem haben wir einen verpasst. Den da bitte auch. Ist auch erledigt. Jetzt ist hier noch so ein scheiß Mörser, der mich ein bisschen nervt. Aber sobald das Feldgeschütz gleich da ist, sollte sich das auch erledigt haben. Ja, mit dem hier mal ein bisschen vorfahren. Da kommt das Feldgeschütz. Ich bin mal gespannt, was hier noch explodiert ist. Hier läuft da irgendwo noch ein Motor, ne? Das ist der von dem hier. Nächste Welle rollt schon an. Ein dahin, ein dahin. Der da auch in das Haus rein, oder? Ein bisschen mehr auf die Straße gucken. Da kommt was Dickes. AV1. D34. Thank you.
So, der ist futsch. Lass mal die Artillerie schießen. Muss was getroffen haben. Oder auch nicht. Doch, hier. Heatladen. Voll. Den hat's mir ordentlich weggefetzt. Die Flak ist nicht in Reichweite. Was macht der denn da oben? Haha, hat geklappt. Oh. Ah, vielleicht sollte der da nicht unbedingt da landen. Scheiß Mörser lebt immer noch. Was Dickes. Achtung, Feindgeschütz. Hau den weg. Wow. Drin.
152 mm irgendwo. Dreh dich. Müssen wir jetzt erstmal aushalten. Okay. Irgendwo da oben. Die hat meine 8-8er erwischt. Und irgendwo da. Der 52er ausschalten. Oder ist das Tierschütz da? Yo! Panzer. Wo kommt der denn jetzt her? Hab ich eingenebelt? Panzer, oder? Auf der Straße? Ich meine, hier war einer reingefahren. Der Mörser gibt mir hier aber richtig am Sack. Muss ich einfach mal zu Protokoll geben. Was ist die Frau denn? Oh, da drüben. Ist der noch besetzt oder was? Tatsächlich. So, der Mörser hat auch aufgehört zu schießen. Das war's. So, aber Ruhe hier, Karton.
E34. Flammenpanzer. Ja, waren jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich dickere Panzer. Da war ich echt gut, das war gut, dass wir die 8-8er hatten, auch wenn sie leider jetzt kaputt ist. Aber hier ist viel Beute übergeblieben. Der ist abgefackelt hier, ne? Ist noch ein Valentine. E34. Ja, alles dasselbe, ne? Das ist 1943. Aber ich glaube, der ist auch ganz im Arsch, oder? Aber noch nicht. Mal gucken, was wir so mitnehmen können. Was heißt mitnehmen können? Wir können einiges mitnehmen eigentlich. Ach, der Flak haben wir auch verloren, sehe ich gerade. Aber gar nicht so bad. Wann geht's los? Ist hier auch ein Pionier? Hält ihn schon ein. Okay. Wann gehabt? Hier haben wir AV reparieren. Ja. Dich auch. T34. Die Artillerie können wir direkt übernehmen. Ah, hier so ein Dingens. Ich dachte, die hätten hier irgendwie einen krassen Panzer erwischt. Das war ein Jeep und keine Ahnung was. Und hier kam gar nichts. Und das hier auch eine Artillerie. 122. Da steht auch noch ein KV und ein Valentine. Hier haben wir irgendwas ganz zerrissen. Ja. Infanterie sich hier gesammelt hat. Aber die haben nicht einen Punkt eingenommen. Also, muss ich sagen, ich bin begeistert. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die laufen meint darüber. Ich will mir mal kurz gucken, ob das da drin im Minenfeld noch untergegangen ist. Sieht denn aus, wenn er rennt? Das war's. Ah, ich muss die Minen, glaube ich, mehr so im Zickzack machen. Dass sie so ein bisschen verteilt auf der Straße sind. Ich glaube, das war nicht so gut, den das in der Mitte zu machen. Da können wir auch direkt rein. Das war der 1943. Das ist noch eine andere Version. 41. Hier ist noch ein Flammenpanzer. Ja, wir nehmen einfach noch so ein KV-Ding mit. Holz. Was Besseres liegt hier sowieso nicht rum. Ich glaube, wir werden das auch nicht unbedingt brauchen, da wir eigentlich ja auch auf unsere eigenen Panzer gehen. Doch ja den T-Shirt haben wollen. Noch rüber da. Alter, wie viele Einschusslöcher hier überall sind. Meine Fresse. Und das war auch gut mit dem Flugzeugtreffer. Das ist leider direkt. Ach, guck mal, das haben doch aber welche überlebt. Ja, natürlich. So einen präzisen Mörser. Ich weiß ja nicht. Die
Ich gedacht, dass er auch schon längst kaputt wäre. Die sind auch alle gestorben. Ja, krass. Ja, gut. Was haben wir? Löst. Nehmen wir 2 KVs und einen T-34 noch mit. Wie gesagt, wir wollen ja auch einen 5. Zug aufbauen. Da können wir die auch einfach erstmal da reinschmeißen, würde ich sagen. Aber die Artillerie würde ich noch mitnehmen, die andere. Loch hier kaputt irgendwie? Jo. Achtung! Was? Feindliches Geschütz! Wie lauten die Befehle? Wie feindliches Geschütz? Wo siehst du das denn? Mal ohne Witz. Ist hier noch ein Schnitt? Du sollst reparieren, Digga. Zu Befehl. Der läuft noch. Die war voll krass, aber wenn der Motor noch läuft, so denkst du so, oh krass. Kann er auch direkt da einsteigen vielleicht schon? Jo. Dann nehmen wir den auch mit. Oh Mann, hab ich Hunger. Ja, die ist kaputt am Rohr. Erkennt man ganz gut an diesem leichten Knick vorne drin. Das war die große, die wir schon mal hatten, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, doch, ich meine, das ist die. Die kommt mir auch ein bisschen kürzer vor jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, kann auch nicht sein. So aus, als hätte das die riesen Löcher hier an, die sind bestimmt von der 8-8er gewesen. Der Turm sitzt auch nicht mehr richtig drauf. Da hier ist auch voll das Loch, voll die Lücke drin. Junge, Junge, Junge. Dass der das jetzt noch reparieren kann, ne? Das müsste ja, ist ja eigentlich total Schaden wie die Hölle. Aber sehr interessant. Brauchst du noch lange? Da müsst ihr gleich fertig sein. Jawohl! Ja, ich bin Brandenburger, du bist nun hier so ein Ostling. Hast nichts zu melden. Und hübsch bist du auch nicht. Der Mörser hat es wohl auch hinter sich. Ah, hier ist man immer noch so ein bisschen detailverliebt, finde ich. Ne? Also, man so ein bisschen guckt hier. Ich zoome mal da rein. Muss da reingehen. Wie lauten die Befehle? Kannst du aufhören zu reparieren? Der Turm. Das sieht aus. Nur noch bis Weihnachten, haben sie gesagt. Natürlich. Gut, okay. Panzer, wir sind einsatzbereit. Das halte ich für ein Gerücht, dass ihr einsatzbereit seid. Aber okay. Alles klar. Haben wir geschafft. Finish. Kleine Verluste sind's immer. Finde ich auch gar nicht so schlimm.
Kann man nachkaufen, das ist gar nicht so schlimm. 3,8 Forschung, das ist natürlich echt wenig. Aber gut, ich glaube, das hat hier dieses Spezialzeug gegeben, ne? Hier, die hier. Bei der Mission gerade. Da haben wir auch schon wieder Forschung, mit Bonus auf Forschung. Jetzt haben wir auch schon 7 Forschung. Ah, schade. 2 fehlen noch. Habe ich schon wieder versucht, theoretisch noch den nächsten Panzer zu nehmen. Die Ausführung H mit den Seitenschützen. Dann hätten wir 2 Punkte über. Nächste Mission müssten wir angreifen. Würden die Punkte wahrscheinlich reinkriegen. Das ist was für euch. Ne? Überlegt mal, machen wir erst das 5er oder mal gehen wir auf den Panzerkampfwagen 4H mit den Seitenschützen. Das dürft ihr entscheiden. Ich melde mich ab. Wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn es wieder heißt Gates of Hell, Ostfront. Macht's gut. Ciao, ciao.